Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Schaut euch Kerl an, wunderschön, ne? In der letzten Folge oder in den letzten Folgen, ich habe glaube ich mehrere Folgen ausgemacht, haben wir ein bisschen den zerstörten Mond, Coruscant und Jedi ein bisschen erkundet. Ich kann die Karte hier nicht aufrufen, okay. Ich habe so gut wie alles gefunden, glaube ich. Fehlen noch so ein, zwei Sachen auf Jedi, glaube ich. So, kann ich jetzt die Karte aufrufen? Ne, immer noch nicht. Ich habe gedacht, jetzt wo BD da ist, ne? Keine Ahnung. Ich wollte mal hier mein Equipment mal kurz zeigen, ne, wie das jetzt aussieht. Und ups, ich glaube, der links ist noch. Ja, der ist noch an. Ich habe so ein bisschen an meinen Blaster und mein Lichtschwert und so rumgebastelt, ne? Ich finde, feier nicht. Mein Blaster wollte ich mal so rot machen, ne? So alle Farben mal so ein bisschen vertreten, ne? Mein Lichtschwert sieht auch nicht schlecht aus. Ich will so ein bisschen nachempfinden, wie das Schwert von wie die Lichtschwerter von Revan aussehen, ne? Mein Lieblingscharakter von Star Wars. Und Revans Lichtschwert hat irgendwie so an den Seiten so Klingen und es sind so drei Klingen, sieht so ein bisschen Kerl. Sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, so aus wie so, sieht so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff irgendwie, so mit so, da gibt's in Star Wars auch irgendwie so eins, das so ein bisschen aussieht. Ich glaube, das soll mehr so eine Anspielung an die Sternschmiede sein, weil hier diese riesige Maschine, riesige Station ist, die Revan gesucht hat in Knights of the Old Republic, ne? Und das ist das nächste, was ich irgendwie so da dran machen kann. Die Farben sind natürlich vollkommen anders, aber egal. So sieht sein lilanes Lichtschwert aus. Dann hat er ja noch so ein rotes Lichtschwert. Und das sieht so ein bisschen standardmäßig aus. Und weiß nicht, das sieht schon so ungefähr so aus. Ich bin schon relativ nah dran, wie das aussieht. So. Mit Ausnahmen von den Farben natürlich. Und ja, ich bin recht zufrieden. BD sieht. Habe ich mal so eine goldene Lackierung gegeben, so C3PO-Stil. Bisschen bläulich, damit alle Farben hier so vertreten sind. So blau, rot. Gelb, rot, blau. Der Griff ist lila von der Knarre. Der Griff von dem Schwert ist pink. Warum nicht? Und ja. Ich weiß nicht, wie viele Sachen wir noch da freischalten können, aber ja, ich bin relativ zufrieden, so wie mein Lichtschwert aussieht. So, wir haben, wie gesagt, schon fast alles hier erkundet von Jedi. Einige Sachen kann ich wahrscheinlich noch nicht machen. Wohin willst du, Kumpel? Deswegen gehen wir erstmal weiter nach Kobo. Coruscant haben wir zu 100% alles gefunden, bin ich mir ziemlich sicher. Der zerstörte Mond ist auch, glaube ich, zu 100% abgeschlossen. Ne, Coruscant fehlen noch hier dieser eine Machtriss mit den zwei Rancors. Aber ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Wir müssen zurück nach Kobo. Gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Ich weiß nicht genau, was ich machen will. Ich will noch nicht so wirklich die Story weitermachen, sondern irgendwie so paar Nebensachen, vielleicht in der Kantine, im Saloon so ein bisschen austoben, mal schauen, ne? Von dir. Trotzdem, nein. Mir war nicht klar, dass wir auf einem imperialen Schiff sind. Oh, okay. Achso, wegen der Behandlung hier. Ich dachte, er meinte das wortwörtlich. Ich bin, glaube ich, so 73% oder 74% gerade hier fertig mit dem Spiel und ich... Wir verlassen gleich den Hyperraum. Ich glaube, ich habe festgestellt, dass die Prozentzahl, die, wenn man das Spiel lädt, angezeigt bekommen hat, die Prozentzahl von allem ist. Vielleicht war ich irgendwie so bei 70 oder 71, nachdem ich hier so meine Runden gedreht hat auf dem Planeten, war ich bei 74. Also das scheint dann alles zu sein, was man hier macht in dem Spiel und nicht nur irgendwie die Story. Interessant. So. Na gut. Gut, jetzt wo wir unsere, wo wir, ich höre einen Mausdruiden, glaube ich. Jetzt haben wir unsere Schatzkarte und all sowas haben, können wir jetzt hier auch so ein bisschen alles erkunden und alles finden, ne? Irgendwas ist da, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Irgendwo da drunter. Ist unter mir, aber wie komme ich denn unter mir hin? Hier rein? Keine Ahnung, werde ich auch sehen.
Also hier geht es noch ein bisschen erkundungsmäßig weiter, ne? Einfach nur. War ich hier noch nie? Nee, wollte ich gar nicht. Aber warte mal. Oh Gott. Voll. So. So, ich kann von dir aus schießen. Manchmal ein Blaster überhaupt ausgerüstet. Alles klar. Okay, schon wieder irgendwas, wo ich nicht genau. Warte. Eine Idee. Guck mal, ob das funktioniert. Hab schon. Mit sehr Sicherheit muss ich nicht machen, aber man kann es ja mal versuchen. Nein, du sollst nicht abspringen. Na komm mal. Nein. Ach. Wird vertagt. Ja, mal zum Salon. Ich soll ja mal hier. Der Vegas meinte, ich soll mal irgendwie am Garten ein bisschen hier. Boah, du willst mich. Dann gehe ich eben zu Fuß. Okay. Na, ist hier schon der Garten? Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, warum das mit dem Salon immer noch nicht so. Ja, ist ja. Wunderbar, neue Samen. Pflanze einen ein. Dann ja, ja, okay. Ich dir Einzelheiten. Okay. So, also, das Gartenarbeit. So, was mich aber ein bisschen verwirrt ist. Stimmt etwas über diese Pflanze. Ja, sagst du mir jetzt irgendwas darüber? Nein. Ändern wir mal was. Okay, da war nicht das Richtige. Ich weiß nicht genau, was ich hier schon gemacht habe, was nicht. Das ist das Problem. Hier ist ein neues Zuhause. Das überfordert mich gerade so ein ganz kleines bisschen. Also ich kann das hier. Oder du sollst nicht das ganze Ding immer verlassen noch. Machen wir einfach das hier. So, redest du mit mir hier mal? Diese Feuerananas wird blühen, ich bin ganz sicher. Die Frucht unter den Wurzeln ist durchaus schmackhaft, wenn du ihre Schärfe erträgst. Oh, ein Kaktusball. Die Spitze. Weil ich sehe auch gar nicht. Ich verstehe auch gar nicht, welche Pflanzen wir schon entdeckt haben, welche nicht. Ich glaube, dieser Knollenschlund wird sich in der Erde wohlfühlen. Die grellen Farben. Kannst du gar nicht einpflanzen? Einschüchtern. Dabei ist die Pflanze harmlos und wirklich hübsch. Oh, hallo. Okay. Sonst noch was? Also muss ich die jetzt hier ansprechen? Alter. Ich habe einige Samen. Komm, wir pflanzen sie an. Pili würde diese neue Spezies sicher gefallen. Warum ich mit ihr darüber? Mich regt das so auf, dass das Tier direkt. Kannst kaum erwarten, dass es wächst. Ich will jetzt von allen Jahren einpflanzen, damit ich auch sicherstellen kann, dass alles da drin ist. So. Irgendwas Neues? Nein, okay. Kann ich mal die anderen Dinge ja freischalten? Ein bisschen nervig. Ich sehe, du hast neue Samen gefunden. Pflanze einen ein, dann erzähle ich dir alles. Ja, das hier will ich mal aufmachen. Das ist doch bestimmt hier zum Erweitern. Eine neue Spezies gefunden. Nach dem Einpflanzen gebe ich dir Einzelheiten. So. Und jetzt warten wir.
Also langsam könnte mir auch mal so ein neues Ding geben, ne? Mit hier nicht so, weil nicht. So. Damit kann ich nicht mit dir reden. Muss ich erst warten, bis das ausgewachsen ist oder was? Je mehr du pflanzt, desto stärker wird deine Bindung. Ah, kann ein bisschen nervig werden. Ach, hier haben wir auch noch einen. Hallo. Sag mir doch. Boah. Und oh. Eingepflanzt. Ja. Aha, etwas Neues für den Garten. Sicherlich teilt Pili etwas von ihrem Wissen über sowas mit uns. Boah. Der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe. Das Bein, die waren ja nicht verbraucht, ne? Hier kann es ungestört wachsen. Kobo-Schlachtler. Ich habe immer noch 32, ja. Perfekt. So. Wir sind nicht alle jetzt drin, die ich habe. Okay, dann gehen wir mal kurz in den Salon, gucken mal, ob sich da was getan hat. Ich muss ja sehr laut reden, wegen der Musik unten. Ich glaube, die tut irgendwie so Kopierschutz oder so machen, ne? Also was? Ich mach mal die Musik kurz weg. Zählt halt als Musik. Aber letztens habe ich jetzt so eine kleine Bemerkung bekommen, so, oh, das ist kopiergeschützte Musik, die du da gerade abspielst. So, was haben wir denn hier noch? 23 Dinger. Hat Grease dir das erzählt? In der Tat. Du hast noch nie jemanden gesehen, der sich so bewegt. Sag er. Der Latero lügt. Sorg dafür, dass er Angst vor dir hat. Dann sagt er die Wahrheit. Spinneneintreffen, ohne unterbrochen zu werden. Oder mehr Farben. Zu meiner Zeit waren die Leute entschlossener. Heilungsdienst für eine geringe Menge der Superanzeige auf. Ich glaube, das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Anzeige über Zeit, aber das Maximum der Machtanzeige ist reduziert. Ah, ich weiß nicht, ob ich das benutzen werde, aber klingt auch nicht schlecht, ne? Ja, weg, ich sehe nichts. Was auf Verfolgung zuerst den Schaden, nachdem der Lichtschwertkampf hier gewechselt wurde. Auf Fähigkeit über den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffs. Das wird mir nützlich sein. Ja, nimm einfach die Dinger. Oder wenn ihr noch so. Das höre ich jetzt nicht so. Okay, dann gehen wir mal zu dem. Zu dem Ding hier, ne? Guck mal, was wir hier machen können. Der erste Platz könnte dir gehören. Oh ja, Einheiten freigeschaltet. Oh, Droidikas. So, Marin. Oh. Gibst du mir denn? Ist das eine Jedi-Rolle? Hast du keine Angst vor meiner Strategie? Hm. Das kommt noch. Okay. Aber natürlich ist das so ein dicker. Kann ich einfach ein ATST hier reinpacken? Oh, ich kann ja wechseln, sehe ich gerade. Hm. 13 noch. So eine Knarre, ja, ne? Und so. Droidikas. Ausgelöscht. Oh, wow. Die Runde geht an Karl Kastis. Okay, cool. Hat mir gefallen. Wir wollen noch mal.
Wenn ich die erledige, bevor die mich abknallen, ne? Ich glaube, ein bisschen Overkill machen wir mal so. Die Punkte werden ja übernommen, ne? So wie ich da verstanden habe. Ah, super. Ah, super. Mach den fertig. Oh. Mitgenommen Kampfpunkte. Jetzt kann ich noch mehr einsetzen, ne? Oh, what? Mach mal so. Und dann, zwei Raketenwerfer. Ob du den ablocken kannst. What? So. Die Granaten alle gesehen. Jawohl. Oh, ich glaube, das schaffen wir aber nicht. Ich muss schon sagen, mach mal ein bisschen Schaden. Okay, cool. War das zu einfach für dich? Ja, irgendwie schon. Belohnung. Alte Schriftrolle. Die bessere Strategie gewinnt. Immer. Ja, deswegen habe ich gewonnen. So. Mach mal die auch noch. Jetzt haben wir alle Level 3 Dinger. So, ich sollte mir dann wahrscheinlich einige Dinge ja aufsparen, ne, für die nächsten Runden. Na, mach mal das hier. Und mach mal den hier. Mal, ob das funktioniert. Aber, oh, Sturmtruppe, die nichts treffen, alles klar. Anscheinend muss Kerl seine Strategie überprüfen und anpassen. Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch, aber warum sollte ich? Ich glaube, Punkte ansammeln bringt es nicht so. Teufelskerl, aber nicht heute. Also machen wir mal einfach so schnell wie möglich, ne? Irgendwie nicht so viel Sinn, das hier. Immer zwei Druidikas. Ist eigentlich überhaupt irgendein Grund, ein Druide ist mehr wert als ein Sturmtruppler? Lass die Schlacht beginnen. Diese Einheit ist der, voll weggepustet. Oh Mann. Das nenne ich einen Holo-Kill. Ausgelöscht. Der eine Typ ist irgendwie viel zu einfach zu beeindrucken. Oh mein Gott. Ah. Oh. So, jetzt habe ich noch weniger Punkte. Nein. Ja, weißt du was? Die scheinen irgendwie stärker zu sein. Deswegen machen wir mal die. Oh Mann. Ja, ein Schild, das ist unfair. Guck mal, wie viel die aushalten. Und runter vom Spielfeld. Mach den kalt. Nein, der geht auf den los. Und vorbei. Ich kann die Kamera ja wechseln und so. Alter, warum krieg ich ihn jetzt so auf die Fresse? Diese Einheit ist erledigt. Das war hart, Kerl. Sehr hart. Oh. Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Ich habe so das Gefühl, da ist nicht wirklich viel Strategie, sondern einfach nur ein bisschen Glück dabei, ne? Haben die eigentlich die gleichen Leute wie ich? Ja. Mach mal den hier. Dann, ich will eigentlich nur Fernkampf. Na, versuchen wir das. Müsste eigentlich versuchen, die genau die gleichen Leute zu platzieren wie die. Ich glaube, da wird es irgendwie bringen, ne? Das nenne ich einen Holo-Kill. Oh,
Mein Gott, jetzt beruhig dich doch mal. Oh mein Gott. Oh. Oh. Das ist viel zu einfach zu beeindrucken, der Kollege. Oh. Mal den hier. Nein, geh auf den links. Oh, irgendwie komme ich ja nicht weiter. Oh. Ey, ich krieg den schon wieder nicht down. Doch. Ja, viel los. Bonk. Was haben wir da? Okay, und dann so einfach beim Mann gegen die haben die keine Chance. Ich glaube, einfach nur schießen ist schon gut genug bei einigen Leuten. Auf ihn! Das nenne ich einen Holo-Kill. Wo wir ihn abgezogen haben. Und wir meinen Sturmtruppe ihn gar nicht treffen. Und oh mein Gott! Oh. Oh. Alles ist so. Oh. Könnt ihr da fast einen Kopfgelddruck? Kopfgelddruck? Dein Drecksfell ist ein Betrug, du kleiner Gronkha. Ah, danke schön. So, und die Level 4 Dinger tun wir uns mal aufbewahren, ne? Vergiss nicht, andere Gegner wollen auch noch unbedingt ein Match. Bin mir jetzt nicht sicher, was ich bekommen habe, alte Schriftrolle. Also meine ich damit hier so eine Dings. So eine Jedi Schriftrolle, da fehlt mir nur noch eine, glaube ich, ne? Ja, aber die letzte. Toll. Muss ich jetzt extra noch mal zurück nach Jada, um das einzulösen? Ja. Ich bin eigentlich nur angezeigt, ob hier noch Missionen sind oder nicht. Ich bin traurig, Monk. Was empfiehlst du? Sonnenschein und Sport. Ein Drink. Ich brauche einen Drink. Bist du sicher? Ja, wir haben Bock, gegen die Leute, mit den Leuten hier halt zu reden. Hast du mit dir? Sag, Tormo hat soeben dein Kopfgeld verdoppelt. Und einer der Top-Leute der Brut will es sich holen. Na, bitte sag mir, sind ja auf Kobo. Aber die Gilde kennt ihn als Er hat eine kleine Armee nach Jeddah den Schisser? Und sucht nach dir. Eine kleine Armee, ha? Wir sind bereit. Das wollte ich hören. Wenn du jemanden wie Kilioso ausschaltest, ist das eine klare Ansage. Na, kannst du mir noch mehr Leute irgendwie empfehlen? Jetzt extra für den einen Typen da hinzufliegen, ist ein bisschen nervig, finde ich. Das sieht interessant aus. So. Explosiver Schuss, Hecken, Druide, habe ich doch schon. Ich sollte das Doppelte verlangen. Hm, aber habe ich doch schon alles. Oder ich habe doch schon alles. Ja, ist ein Imperialer. Sieht aus wie so ein Imperialer Blaster irgendwie. Nimm mal das hier. Das nehme ich. Viel Glück damit. Okay. Chor. So. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Kobo unsicher, ne, würde ich sagen. So. Lass mich kurz die Musik gleich wieder anstellen, ne? Ich habe die ja nur abgestellt wegen, weil der DJ irgendwie die Musik, die scheint irgendwie so copyrighted zu sein. Deswegen tue ich die mal abstellen. Und mit so einem kleinen Kanal wie mir wird schon sowieso nichts passieren, aber das muss ja nicht unbedingt sein, ne? So, was haben wir hier noch? Ich habe noch hier irgendwie so. Warte mal, was ist mit ihr denn? Habe ich da schon alles gekauft? Ich glaube nicht, ne? Das komplette Angebot ist legal. Versteht sich. Also wenn du jetzt schon irgendwie so andeutest, glaube ich nicht, dass das stimmt. Warte mal, ja. Ich wusste, ja, da habe ich schon. Oh, Starkiller.
gut aus. Abgemacht. Damit kann ich nichts falsch machen. Du erkennst ein gutes Geschäft, wenn du es siehst. Ja. Pass auf dich auf, ja? Hm. Das ist wie Bootleg Starkiller. Wie ist der nochmal? Garen Marek? In seinem Namen oder war Knights of the Old Republic? Garen Marek, glaube ich. Und den Agan. Ja, da ist eine Truhe, aber da komme ich nicht hin. Da ist ein Artefakt, da komme ich hin. Ich versuche es jedenfalls. Warte mal, ich habe noch ein Gericht, glaube ich, hier, ne? Okay, da können wir hin. Okay. Tun wir mal so random hier durch die Gegend laufen und gucken, ob wir so finden, ne? Ja, ich kann sogar schießen, auch wenn ich den Blaster hier nicht ausgesetzt habe auf dem Pferdchen. So, lass mich erstmal zu dem Gerücht gehen, damit wir das hinter uns haben. Da könnte ich noch versuchen, diesen einen Ort zu machen, wo die ganzen Druiden waren. So, was ist da? Ach, das ist die Höhle gewesen, ne? So, kümmern wir uns erstmal um das Gerücht, ne? Wir sagen vollkommen egal, was wir machen heute. Ich werde jetzt ganz nicht sicher nicht nochmal nach Jeddah erstmal zurückkehren, da war ich gerade. Ah, wie sollte ich denn das wissen, ne? So. Irgendwo hier. Ach, das mit dem blöden Vogel, genau. Du kommst also von Coruscant, was? Stimmt. Und du? Von hier. Oh Mann. Okay, was muss ich denn hier machen? Einer der Stammgäste des Salons, Silk Sosa, wurde zuletzt gesehen, als die Richtung Sumpf unterwegs war. Was immer sie vorhat, sie braucht möglicherweise Unterstützung. Ja, aber was soll ich denn machen? Aus diesem Sumpf? Nein, von Kobo. Sie hat gesagt, es soll irgendwie so ein Vogel finden. Einheimische, du musst mir alles darüber erzählen. Viel Glück bei der Suche nach dem Datenpad, Kerl. Und pass auf dich auf, diese Gleiter nisten weit oben. Okay, da sagen wir einfach nicht, wo er ist. Aber ich nehme an, das muss ja irgendwo hier sein, ne? Ich kann mich ja nur so ein bisschen umschauen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Datenpads, solche Sammelkapseln, Samenkapseln. Ja, die werden auch ja angezeigt. Ne, ne? Voll fangen die Schüler an zu reden. Du Loser! Also ja, wir haben jetzt unseren Schatzradar, was hier das Finden von Zeugs einfacher machen sollte. Soweit die Theorie jedenfalls. Oh. Lass uns das See zeigen. Irgendwas sie dazu zu sagen hat, ne? So. Hier oben will ich mal hin. Guck mal, hier haben wir noch eine Menge Zeugs. Aber da, wo dieser Boss war, ne? Wir mal einmal gefunden haben. Aha. Ich hoffe insgeheim, wir finden irgendwann mal so noch so eine Dingen. Ich kann das hier nicht aktivieren, ne? Nee. So eine Schatzkarte für so Samen, ne? Ich meine, wird auch irgendwie irgendwann mal freigeschaltet, ne? Würde ich jetzt mal raten, jedenfalls. Ich hoffe, ich krieg das hier noch irgendwann gefunden. So, dann müssen wir zu diesem Aufzug, glaube ich. Mal hier, den müssen wir so rüberspringen, ne? So, das Einzige, was ich jetzt hier denken kann, ist, dass wir irgendwann da so runterspringen müssen, ne, wenn wir im Aufzug sind. Ist mir letztens schon irgendwie so aufgefallen, als ich da hochgegangen bin. Dann müssen wir da so runter, ne? Dann kann man, glaube ich, hier noch irgendwie so, ne? Gucken wir mal.
Wie so ein Schlägertype. So, lass mich mal hier schon. Nee, hier. Okay. Ja. Okay. So klappt es natürlich auch, ne? Boah, oh, ich wäre ja auch gar nicht vorbeigekommen, weil ich da gerade diese einen Dinger gesehen habe. Hartnäckigkeit. Also ja, das Spiel ist jetzt gerade ein bisschen unstabiler in letzter Zeit, ne? Ich habe ja hier letztes auch in meinen letzten Part hier mit reingeschnitten, ne? Mich in der Wand feststeckte. Ich stelle mir irgendwie vor, dass das genauso aussah, als das Spiel irgendwie released wurde. Das soll ja angeblich voll mit Bugs gewesen sein damals. Nun, welche Geheimnisse verbirgst du? Hey, der Typ ist tot. Ich meine, diese Dinger tun jetzt auch nicht so viele Informationen, ja. Erzählen. Oh Gott, da komme ich gar nicht hin. Oh, ich sehe schon. Und nicht, dass ich von hier aus dahin komme. Obwohl. Gott. Ich würde raten, der ja ist als. Okay. Wer hat diese blöden Dinger so unkonventionell eben platziert, ey? Warum muss denn da ein Zeitlimit sein, wenn ich diese Dinger? Gott. Gab es bestimmt einige Sachen so auf dem Weg, die ich hätte einsammeln können, aber ich habe keine Zeit, mich hier umzuschauen. Aber hey, hier ist ein Ding. Das ist doch schön. Mann. Ja. Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeguckt, was dieses Jackpot-Ding, nenne ich Jackpot, dieses Zocker-Ding ist. Aber es klingt gruselig. So im Sinne von, oh, du musst, du darfst nicht mehr sterben, weil sonst, ja, eine Samenkapsel fehlt mir jetzt, aber wie soll ich die bitteschön finden, ne? Muss ich ja wieder aufpassen, wie blöde. Okay, aber das haben wir. Ich hätte gedacht, vielleicht da oben wartet dann so ein Vogel auf uns oder so, den wir fangen müssen. Aber ne, anscheinend nicht. Gott. So, warte mal, wie komme ich jetzt wieder runter? Das ist manchmal immer so eine gute Frage, ne? Manchmal bin ich an so hohen Orten, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da runterkommen soll. Na, ich weiß echt nicht, wie man da runterkommen soll. Na, ist so hoch hier. Ja. Gott, ey. Ich stelle mir aber vor, wie Kerl irgendwie voll den Herzinfarkt bekommt und daran stirbt, anstatt irgendwie. Er stirbt ja schon manchmal hier, bevor wir irgendwie den Boden erreichen. Ich stell mir mal vor, er bekommt irgendwie so einen großen Schreck, dass er einen Herzinfarkt bekommt. Schon vor Schreck stirbt. So, ich würde gerne mal da reingehen wieder. Obwohl, ich weiß gar nicht. Nein, nicht da lang. Was ist denn da, diese Box? Sieht so ein bisschen verdächtig aus. War ich da schon? Das ist wie so eine Jedi-Kammer. War ich ja schon? War ich da unten schon? Ja. Gefahr. Und das Ding hier am Boden. Okay.
Okay, so jetzt natürlich auch, ne? Haben wir schon gefunden, sehr gut. Den Piepmatz habe ich immer noch nicht gefunden. Ich fange langsam an zu glauben, der ist nicht hier in diesem Moor. Also müssen wir irgendwann mal woanders hin. Ich suche hier so eine. Ist hier nicht eine. Da. Ach so, da. Okay. Komm ich da überhaupt hoch? Ja, ich wünschte echt, ich hätte diesen. Ich muss mich konzentrieren. War schon immer ein Vegetationspunkt. Gegner sind respawned. Okay, wir gehen als nächstes. Wo ist dieser eine Ort mit den Gegnern? Sehr genaue Beschreibung, ich weiß. Lukralkern. Ein Octobocto. Gibt noch eine Menge Sachen, die wir machen können. Jetzt noch wüsste, wo alles ist. Hier habe ich irgendwas notiert anscheinend. Oh, hier habe ich noch eine Menge Sachen notiert. Was ist das hier? Imperialer Posten, das ist das, ne? Ich habe das Gefühl, das Ding wird uns eine gute. Imperialer Posten, Imperialer Posten. Ich habe das Gefühl, wenn wir das abschließen, dann kriegen wir eine. Vielleicht eine Menge gute Sachen, ne? Deswegen gehen wir da mal als nächstes hin. Also den haben wir ja schon mal so ein bisschen geschafft, ne? Imperialer Posten, ja, ist das letzte Ding. So, dann machen wir halt aber ein bisschen. Oder nicht? Ich brauche nämlich, wenn ich mich nicht irre, eine Knarre für die einen Typen. Gut, ich meine aber nicht, das sieht so geil aus, ne? So, ich brauche das hier, um Schüsse abzuwehren und Blaster. Dann will ich meinen Schuss wechseln. Okay, irgendwie muss mein Dings. Habe ich den nicht freigeschaltet? Was ist das hier irgendwas? Okay, anscheinend habe ich dann nicht. Oder mein explosiver Schuss ist stark geworden, keine Ahnung. So, wir sind ein bisschen stärker, wir haben ein bisschen. Wir kommen eine Menge Gegner, aber wir sind, glaube ich, ein bisschen stärker als beim letzten Mal. Aua, so viel dazu. Oh mein Gott. Da. Muss erst mal wieder gucken, wie das hier funktioniert. Da. Zack. Boah, er hat gesehen. Fertig, ey. Wow. Wenn mal ganz vorsichtig. Oh, den habe ich erledigt. Na, warte mal, komm mal her. Läuft schon viel besser. Doch, da war sowas von du. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kannst du mal. Niemals. So, wo bist du?
Ganz normal. Ich will einen anderen anvisieren. Boah. Ich bin dein Verbündeter. Ja, auf ihn los. Der geht da einfach chillen. Was? Kommst du denn auf einmal her? Ausweichen registriert. Auffüllen wird nicht helfen. Ha. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich glaube, die Gegner respawnen. Ich bin, wenn der gehackt ist, ne? Irgendwie hatte ich das doch mal versucht. Wo ist der andere jetzt schon wieder? Er ist da ganz oben geflogen, glaube ich. Boah. Müsste. Besser, Kollege. Wo ist er hingegangen? Boah. Boah, wieder einfach immer. Da. So, was haben wir jetzt noch mal? Na, wo seid ihr? Ich muss schon sagen, ich höre ja böse Sachen. Wieder voll schnell wieder weg war, ne? Der ist noch nicht mal rausgekommen. Oh. Was zum? Schau nicht mit meiner Knarre. Oh ja, das sind die, bei denen ich nicht weiterkam. Mach mal ruhig so, ne? Ich hab Zeit. Kann man irgendwie das Ziel wechseln, wenn man das macht? Hat er überhaupt Schaden? Ja. Hey, ich habe schon ein paar Mal hier versucht, okay. Du entkommst uns nicht. Nee. Ist mir egal, wenn das hier unzivilisiert ist, was ich hier mache. Ich werde dich vernichten. Ich gehe da nicht runter, kannst vergessen. Wir werden gemeinsam. Mach du mal. Ja, sobald ich da runter gehe, ne? Oh, wie viele noch übrig sind. Nein, danke. Oh mein Gott, wieso komme ich da manchmal hoch und manchmal nicht? Wahrscheinlich ist er danach noch nicht mal vorbei, ne? Ey, das gibt's jetzt nicht. Wieso komme ich da manchmal dran und manchmal nicht? Bisschen näher könnt ihr euch schon kommen. Das macht euch aber mal gegenseitig fertig, ey. Kann nicht sein, hat einer von denen so lange braucht. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Kämpfe mit mir.
Ah, ich hab die Roboter los, verdammt. Kann ich halt von hier aus runterwerfen? Nein. Ja. Weil ja noch so viel von denen übrig sind, ey. Musst du baller auf mich. Baller. Nein. Sind die anderen. Du bist tot. Ja, genau deswegen kämpfe ich nicht gegen die. Aber er dann auch noch mal weitergeht, ne? Ah, du auch. Aua. Boah, wie BD da hingeflogen ist, ey. Der hat noch überlebt hat. Das war der letzte. Okay. Er hat einen Zweck erfüllt. Okay. Mir egal, ob das jetzt nicht so schön anzusehen war, aber mein Gott, ich habe keinen Bock, das schon wieder 19 Mal nicht. Das ist ja irgendwie der vierte, fünfte Versuch, den ich das schon gemacht habe. Oh, dann sind auch noch welche. Hey. Ich sehe schon, wie das hier gleich ablaufen wird. Stehen bleiben. Hey, was geht? Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen an, dass wir völlig sicher sind, Sir. Oh, toll. Meine Analyse ergibt sogar, dass ein Eindringling es unmöglich bis hierher geschafft haben kann. Was? Er ist da drüben. Zweifellos eine fotorezeptive Fehlfunktion, Sir. Du verdammter Kurzschluss. Du wirst uns noch umbringen. Sir, haben Sie Wartungsbedarf? Ruf einfach Verstärkung. Wird gemacht, Sir. Okay. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich die ganze Zeit immer deren Dialoge abbreche, wenn ich dann mitten im Satz mache. Deswegen habe ich schon mal durchlaufen lassen. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte. Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Du siehst mich nicht. Ich bin John Cena. Zu sehen. Deine Augen spielen dir einen Streich. You can't see me. Hier gibt es nichts zu sehen. Meine Augen spielen mir einen Streich. In der Tat, Sir. Es reicht. Geh zurück ans Funkgerät. Ja, Sir. Oh, die überleben sogar. Da kann ich den irgendwie so. Nee. Wenn er mir hilft, ne? Warum dann? Warum dann nicht? Überleg, konnte man sowas in Jedi Knight auch noch machen? Meine Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. So. Ein ganz schön größeres Gebiet hier, als ich gedacht hätte. Und nun? Bomber. Damit können sie den Außenposten komplett einebnen. Oh, Teilbomber. Ah, hatte ich von denen ein Lego? Ich hatte einen normalen TIE Fighter als Lego. Okay, irgendwie komme ich ja nicht weiter. Ach so, da. Äh.
Aha. Aussehen. Mir ist übrigens aufgefallen. Wenn man unten gedrückt hält, dann kann man mit BD reden anscheinend. Alles gut, Kumpel. Habe ich auch gerade. Ich habe ja heute so einige von diesen Erkundungsparts aufgenommen. Habe ich das so irgendwann gemerkt. Dein Auftritt, BD. Boah, ich fühle mich voll in Jedi Knight hier zurückversetzt. Da müssen auch die ganze Zeit durch so imperiale Ausposten rumgelaufen. In den ersten Leveln jedenfalls. Mir habe ich das Gefühl, erwartet noch irgendeine unschöne Überraschung. So ein Boss oder irgendwie sowas. So. SKF44. What? Oh nein, ich habe keine Muni. Was hat denn der ein Dings? Rick, der Türtechniker, besiegt. Was? Uff, war knapp. Boah, ich hätte alles dafür gegeben, jetzt etwas Muni gehabt zu haben und den einfach zu erschießen, als er auf mich zugekommen ist. Das wäre so witzig gewesen. Ich mag dich alle. Boom. Oh. Da hat sich gerade angehört. Der Schuss hat sich gerade an. Okay. Wow. Ich weiß nicht, ob diese Garnison einen Angriff der Raiders übersteht. Ja, mit diesen kompetenten Leuten hier, ne? Aber wen hättest du gerne als Gewinner? Rancor oder einen Gundark? Okay, das ist hoch. Bin ich hier, ey? Hat dann wahrscheinlich schon wieder andere Sachen ja verpasst. Nö. Gar nichts verpasst, ehrlich gesagt. Die haben den Sound gemacht. Ich habe gerade gehört, so eow, eow. Halt. Oh, ich dachte, er wäre eine Pflanze. Er seht, was diese Sammelobjekte mit mir machen. Da gab es auch irgendwie so einen Boss in weiter Weg nach unten. Wir sind so weit gekommen. Da gab es auch irgendwie so einen Boss in Borderlands, in einem der Spiele, in einem der DLCs, also irgendwie so ein Wissenschaftler. Und der ist dann irgendwie so ganz langsam so eine Treppe runtergelaufen, irgendwie mit so, weiß nicht, so selbstgemachten irgendwie Rüstung oder so, die voll billig aussah. Der hat vorhin so gesagt, so, oh, jetzt mache ich dich fertig, denn ich habe das Gehirn, die Stärke und den Mut. Und dann rutscht er einfach nur so aus und fällt die Treppe runter. Vor allem, der hatte auch so einen dicken Bossbalken und so gehabt, ne? Aber jede Stufe, die da runtergefallen ist, ist irgendwie die AP-Leiste ein bisschen runtergegangen. Bevor du irgendwie den angreifen konntest, ist er schon gestorben. Er ist wortwörtlich gestorben, als er die Treppe runtergefallen ist. Alles okay. Witzigsten Moment überhaupt. Boah, ich hätte alles gegeben, wenn ich jetzt hier so einen Schuss gehabt hätte, ne? Als er auf mich zugekommen ist und ich mache einfach den hier. Ah. Da, wo bin ich denn ja eigentlich jetzt? Warte mal, ich muss hier hin. Oh, ich muss ja von der Story her hin. Oh. Nein. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Bin ich ja versehentlich hier den Storypfad gegangen. Wir sind unterwegs zum Observatorium. Bin schon unterwegs. Okay. Ich dachte, das ist ein optionaler Part hier. Nein! Ach, da komme ich wieder runter. Oh, Gott sei Dank. Okay.
Ich dachte, das ist hier ein optional, also muss man doch irgendwann hier durchgehen. Ah. So, wow. Komm ich denn jetzt hier hin? Wieder zum neuen Gebiet. Und guck mal, wer da schon wieder ist. Ah, wie komme ich hier raus? Hier. Normal. Hier kommst du schon wieder her. Verfolgst mich, kann das sein? Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgift, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus, ja, ich habe die Folge gesucht. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ja? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuba Steve. Außer Scuba Steve. Okay. Seefisch. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube dir. Dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Bleib einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scuba Staff. Kann man fehlen oder so, irgendwie so zwei Fische oder so. Ja. So. Der monströse Captain Wett, seine Crew und ich flohen an Bord des Piratenschoners der fiesen Zephire. Schneller als der Morgentau. Das ist wie so ein alter Mann irgendwie, der irgendwie Kriegsgeschichten erzählt. Sah mir nicht in die Augen. Na Kerl, wenn er dir Kriegsgeschichten erzählt. Furchtbarer Gestank drang aus seinem räudigen Bart. Ein überaus schlechtes Omen. Vanjek übernahm das Steuer. Wir lösten die Landeklauen, flogen in den Weltraum und brachten einige Lebensalter zwischen uns und die Piraten. Wir befanden uns weit ab der kalifornischen Handelsstraße. Nachdem der Captain seine Hand vom Steuer nahm, legte er sie auf seine Harpune und warf mir einen Blick zu. Könnte schon, ich habe aber mit dem Gerät, als ich schon mal hier war. Die Speck anvisiert. Scuba, brummte der abscheuliche Captain. Du bist weich geworden. Selbst Kalk hört ihm nicht zu. Wenn ich dir nicht zutrauen kann, dass du einen Quarren erledigst, wenn du einen Blaster im Mund hast, wie kann ich dich dann den großen Gobberfisch aufspießen lassen? Ei, mein Zögern am Auslöser war mein Untergang. Trotz meines bittersten Flehens steckte der Captain den kleinen Scuba in eine Rettungskapsel. Das Letzte, was ich sah, war sein übles Lächeln, hinterhältig wie das Rückgrat eines Buchtanglers. Und so okay. Hat meine Zeit an Bord der Grapnel ein gesalzenes Ende. Ich saß allein in einer Kapsel im Weltraum und hatte nur einen Tank mit altem Kabeljau und sinnlosem Müll. Mehr erzähle ich dir später, mein Junge. Die Verzeihung, sind immer noch fertig. Der Gestank. Dabei dreht sich mir heute noch der Magen um. Okay. Wo bin ich hier? Da ist eine Truhe irgendwo. Du schon wieder? Was ist hier eigentlich los? Mit dir auch noch nicht geredet? Oh, ich habe mir gerade neue Klamotten geholt. Erst schneist du hier rein, störst meinen Frieden und jetzt sind die Raiders hier, um das letzte bisschen davon kaputt zu machen. Passiert was? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt einfach nicht. Das Imperium ist nervös. Das macht es gefährlich. Okay. Pass auf dich auf. Oh, ich gehe nirgends hin. Hab nicht vor, meinen Hals zu riskieren. Okay. Alles klar. Dann wollte nicht. Nein, das ist ein Speicherpunkt. Lass mal da eingehen. Und dann haben wir hier wieder alles erledigt. Halt. Ich sehe da unten eine Menge Pflanzen. Ja, die sind natürlich jetzt wieder schwierig zu finden. Ne? Ich habe jetzt echt nicht gewusst, dass wir hier auf dem Weg der Hauptstory sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach auf gut Glück irgendwo hingerannt, in der Hoffnung irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwo da habe ich was verpasst. Unten unter Wasser. Oh.
Und irgendwie ist hier eine Markierung. Naja, gut, aber ich würde sagen, wir machen hier ein Nickerchen. Ich meine, meditieren hier. Und in der nächsten Folge, Bonk, werden wir dann mal weiter gucken, wie es hier weitergeht auf Kobo. Ne? Also, ne, wir werden nicht weiter gucken, wie es weitergeht, aber wir werden noch einige Sachen hier, weil nicht entdecken, finden hoffentlich. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Bye.